Heute Abend spielt der 1. FC Köln und damit verbindet sich Fußballqualität. Guten Abend, liebe Zuschauer, so geht das. Nach den ersten 5 Bundesligaspielen die Kölner ganz unten. Nach weiteren 5 Spielen eine Mannschaft, die wieder mit besonderem Fußball verbunden wird. Wir beginnen heute Abend unsere Europapokalberichterstattung mit dem Spiel des 1. FC Köln gegen Standard Lüttich. Sehen wir uns bitte unseren Fahrplan an. Also 30 Minuten lang von diesem Rückspiel der 2. Runde. Anschließend als Aufzeichnung von heute Spätnachmittag Vitesse Lodz gegen Borussia Mönchengladbach. 20 Minuten Sendezeit. Schließlich werden wir dann die Spiele kurz und prägnant zusammenfassen, die wir heute Nachmittag original übertragen haben. ZSKA Sofia gegen den HSV und Trakia Plovdiv gegen Bayern München. Dazu stimmen alle Europacup-Ergebnisse dieser Runde. Wir beginnen also mit Köln nach dem 2:0 in Lüttich gegen Standard. Sicherlich auch das auslösende Moment, dass die Mannschaft wieder besonders schönen Fußball, befreiten Fußball spielt. Der Gegner noch ohne Horst Rubesch, aber Rubesch sagt von seiner ganz jungen Mannschaft, sie habe Charakter. Also charakterfest, gut, ehrlicher Fußball. Unser Reporter im Müngersdorfer Stadion ist Eberhard Figgemeier. Die Bildregie hat Norbert Thielmann. Viel Vergnügen. Heinz Fahnder wird in wenigen Sekunden die UEFA-Cup-Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Standard Lüttich anpfeifen. Und Heinz Fahnder ist von Beruf Chefredakteur einer österreichischen Zeitung. Ich bin gespannt, wie seine Schlagzeile morgen lauten wird. Ich hoffe, eine positive, eine sportliche für den 1. FC Köln. Denn es hat hier, und das hat mir sehr gut gefallen, noch eine Ansprache des Kölner Mannschaftskapitäns Klaus Allofs an das Publikum gegeben, besonnen zu sein, aufzupassen auf die paar Randalierer, die am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel gegen Schalke fast für einen Spielabbruch gesorgt haben. Der 1. FC Köln von links nach rechts, ganz in Weiß, mit der sehr guten Ausgangsposition eines 2:0 im Hinspiel in Lüttich erzielt, sodass heute theoretisch bereits ein Unentschieden reichen würde. Mit Barski in der Mitte und Klaus Allofs, der Kölner Kapitän, der in knapp einem Monat 28 Jahre wird und der wohl seit Wochen Deutschlands beständigster und bester Stürmer ist. 12 Tore hat er in der Bundesliga bereits erzielt. Kennt die vielen Aufs und Abs, die Hochs und Tiefs einer Profikarriere. Bei der Europameisterschaft vor 4 Jahren Torschützenkönig. Im Moment in der Nationalmannschaft bei Franz Beckenbauer noch immer kein Start.